Ja, alle möglichen Leute machen das. Und, aber wir wissen alle, dass Oliver Pocher kein ganz einfacher Gegner ist, wenn man sich mit ihm anlegen möchte. Nein, also sein Lieblingsgegner war ja bisher Boris Becker. Das ging ja kaum zu toppen. Die gehen ja, glaube ich, bis ins Jahr 2008 zurück. Diese Fehde zwischen den beiden. Es endete jetzt damit, dass Olli Pocher die Pokale von Becker gekauft hat für 25.600 Euro, um ihm finanziell unter die Arme zu greifen. Und wir erinnern uns noch an diesen Auftritt von Boris Becker vor einigen Jahren in der Olli Pocher Show, ne, mit dieser peinlichen Mütze auf dem Kopf, die dann immer so zusammengeschlagen hat. Also man soll es eigentlich nicht mit Olli Pocher aufnehmen. Der ist einerseits lustig, aber wahnsinnig. Der hat auch einen langen Atem. Und als Reaktion auf die Ankündigung, dass es jetzt eine Anzeige vom Wendler geben wird, hat Olli Pocher von seinen Followern abstimmen lassen, ob der Wendler jetzt wirklich der Depp der Nation ist. Und sagen wir mal so, bei Nein war die Zahl einstellig. Alessandra Meyer-Wölden ist die Ex-Frau und Mutter seiner Kinder, die übrigens am Freitag zu uns kommt. Ja. Wie sieht sie eigentlich jetzt diese ganze Geschichte? Weil es ist ganz interessant, dass sich offensichtlich zwischen den beiden auch ein bisschen was getan hat, ne? Ja, anscheinend. Also da muss man ja sagen, nach der Trennung, sie ist mit den Kindern nach Miami, hat ein neues Leben angefangen, hat noch ein Kind bekommen, hat einen neuen Ehemann. Das war natürlich für Olli nicht immer einfach, der in Deutschland, oder also lebt ja in Köln, die Entfernung zu seinen Kindern, die so wenig zu sehen. Und er hat das ja auch immer so als Witz angedeutet, dass es da irgendwie Unstimmigkeiten gibt, dass er die Kinder nicht genug sehen kann, dass Geld ein schwieriges Thema ist. Aber in letzter Zeit hat man das Gefühl, dass die beiden sich angenähert haben. Und sie hat auch öfter mal schon ganz lustige Kommentare zu ihm abgegeben. Also das scheint sich vielleicht jetzt auch durch die neue Frau Amira an seiner Seite und das neue Kind auch ein bisschen entspannt zu haben. Denn offensichtlich sind die neue Frau Amira von Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden, die Mutter seiner ersten Kinder, sich nahe gekommen, haben sehr viel Respekt füreinander ausgesprochen und damit auch nochmal eine neue Situation geschaffen in der Familie. Ganz bestimmt. Lieber Wedel, du redest die ganze Zeit auf mein Ohr. Was möchtest du mir sagen? Mir wird sehr viel aus der Regie gerade eingeflüstert. Machen wir noch das nächste Thema, ja oder nein? Danke. Dann sprechen wir jetzt nicht mehr über Madonna? Nein. Doch, ich mach's einfach. Wir sprechen über Madonna, weil die Frau ein absoluter Super-Popstar ist. Und jetzt gerade macht sie uns aber trotzdem Sorgen. Ja. Sie ist sehr krank, das hat sie auch schon selber thematisiert über Instagram. Warum ist jetzt der Auftritt der letzte doch nochmal ein negativer Höhepunkt? Also hier sehen wir Bilder, sie steht ja gerade in London auf der Bühne. Letzte Woche Montag sollte der erste Auftritt sein, der ist erstmal gecancelt worden. Danach haben die Konzerte stattgefunden. Jetzt hat sie angekündigt, dass das Konzert morgen wieder ausfällt.